Auf Anfragen mache ich jetzt ein kleines GoPro. Kurz, ich stelle alles vor, was ich so mit nach Malaysia genommen habe, was ich so benutze. Und ja, fangen wir erst an. Ich benutze noch die alte Hero 3 Black Edition. Ist meines Erachtens nach immer noch wunderbar. Geht jetzt leider hier außen kaputt am USB-Slot. Bisschen schade. Finde ich, ausgerechnet jetzt. Zudem habe ich halt mir zwei weitere Akkus besorgt. Also besitze ich insgesamt drei. Weil ich, wenn ich den ganzen Tag über filme, kommt halt doch relativ viel Filmmaterial zusammen. So viel dazu. Dann habe ich mir einmal fürs Free Case, was ich leider gerade für die andere Kamera benutze. Zur Information, das ist auch eine GoPro von einem Kommilitonen. Florian, danke. Ich benutze jetzt einfach dafür. Ja, ein Free Case, dafür gibt es einmal eine Schutzhülle, die ich benutze, und einmal eine Schutzlinse, eine extra Linse, auch alles von GoPro. Finde ich super, weil durch das Free Case, wie ihr jetzt gerade hört, die Tonaufnahme viel wesentlich besser ist, als wenn ihr ein Full Case habt, was halt natürlich den Ton dämpft, ne? Ja, weiter. Ich habe mir für den Trip hierhin ein Adapterkabel geholt von GoPro. Leider und ein Mikrofon von König für 3 irgendwas von Amazon, war auch super. Bis halt leider mein USB-Slot kaputt gegangen ist. Dann transportiere ich das immer in einem Brillenhülle. Damit auch nichts kaputt geht. Zudem benutze ich den Brustgurt. Den verpacke ich immer so. Finde ich mit einer der coolsten Aufnahmemöglichkeiten. Habe ich aber momentan leider nur beim Skifahren benutzt. Surfen wird jetzt kommen, hoffentlich. Dann habe ich mir von, ich weiß gar nicht, ob das Polar Pro ist. Nee, ist es nicht, es ist SP, keine Ahnung. Einen Wasserstick besorgt. Oh shit, hier ist noch Wasser drin. Nee. Den man halt aufmachen kann. Gegebenenfalls Wertgegenstände reintun kann oder halt auch mit Wasser volllaufen lassen kann, um damit besser tauchen zu können. Also ist ein super Ding, kostet auch nicht so viel. Dann habe ich noch einen. Ja. Selfie-Stick gedönst mit dem klassischen GoPro-Aussatz. Der hält immer noch. Ich glaube, das ist mein erster gewesen. War leider nicht ganz wasserfest, aber macht immer noch seine Arbeit. Dann habe ich mir vor kurzem den supergeilen Mikro-Jib-Stab geholt. Schön groß. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch sieht auf der Kamera. Sehr geile Verarbeitung. Und Moment, muss ich jetzt gerade noch anstellen. Vorne drehbar. Halt für. Guckt euch mal die Seite von denen an. Ich finde den Stab echt klasse. Vor allen Dingen eine sehr hochwertige Verarbeitung. Finde ich toll. Dann natürlich für Wasser immer den Floaty. Immer den Floaty. Oder halt den Stock. Weil die im Meer zu verlieren ist total dumm. Gut, so typische Sachen hier. Wie Erweiterungsarm. Eine ganz normale Halterung für den Helm. Einen Aussatz für den Brustgurt. Und natürlich die Sicherung wieder, weil wenn sie weggeht, die GoPro ist halt scheiße für jeden.
Dann benutze ich das Black Case, keine Ahnung, von der GoPro 4 oder 3 Plus, finde ich mega affengeil, sieht super scharf aus in schwarz. Ja, und ich finde das neue Case auch schöner als das von der Hero 3, deswegen habe ich mir ein neues gekauft. Dazu halt auch hinten wieder den offenen Rücken, den man, wo der Ton halt auch wieder ein bisschen besser ist, als wenn das ein Full Case ist. Aber meistens benutze ich sowieso das Free Case, deswegen fällt hier das hier meistens weg. Einer meiner Lieblingshalterungen ist hier dieser Snap. Die Snap-Halterung, einfach an die Kappe klippen. Fertig ist das Ding, Kamera dran, Ende. Selbe wie der Headstripe, nur halt, dass du hier diese ganzen Dinger nicht um den Kopf hast. Gut, das gehört noch dazu. Eins der wichtigsten Dinger ever. Safety Leash, Leute. Safety Leash. Unbedingt benutzen. Kannst du empfehlen? Geil. Geil, geil, geil. Dann kommen wir jetzt zu meinem Baby, was ich mir jetzt gekauft habe. Schön von Polar Pro. Einmal einen roten Filter für Tauchaktionen. Leider noch nicht in Action gewesen, nur daheim im Pool. Super einfach, einfach drauf schieben, zack, Ding drauf. Und fertig ist das. Den wiederum auch mit der Safety Leash einfach festmachen und dann hat sich das Ding auch. Dann, was fehlt denn noch? Genau, dann habe ich auch hier mir einen kleinen Kasten gebastelt zum Transportieren. Dass die Knöpfe nicht gedrückt werden, dass die Kamera halt nicht automatisch angeht. Gibt auch extra eine Halterung, oh, eine Spinne. Eine Halterung dafür, die habe ich aber leider verloren. Ja, und dann natürlich klassische Battery Charger. Zum Aufladen der Batterien, ganz einfach, ne? Gut, und das war's auch schon.